Liebe Brüder und Schwestern, Jesus und seine Jünger unterwegs in der Nacht. Und die Jünger, sie sind im Boot auf dem See und haben Gegenwind. Ja, ein Bild für die Kirche, die unterwegs ist durch die Zeiten, durch die Geschichte, durch die Jahrhunderte. Jesus sendet seine Jünger, seine Apostel, er sendet seine Kirche voraus, sozusagen vorauszufahren. Und die Jünger, sie mühen sich ab auf dem See in der Nacht, und scheinbar ist Jesus ganz weit weg. Sie sind auf sich selbst gestellt, auf sich selbst angewiesen. Und plötzlich, als sie meinen, ja eigentlich verlassen zu sein von ihrem Herrn, taucht Jesus auf wie ein Gespenst. Sie schreien, sie sind voller Angst. Jesus kommt auf eine so ungeahnte, auf eine so unvorstellbare Weise, wie sie es nie sich ausgedacht hätten. Jesus geht über den See, über diesen Wasserspiegel, der normalerweise ja gar nicht tragen kann, aber dennoch, Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat diese Macht über die Naturgewalten, über die Naturgesetze. Und er kommt ohne Boot, ohne unterzugehen, zu den Jüngern. Was für ein Trost für uns auch heute, wenn wir meinen, von Gott verlassen zu sein, wenn wir meinen, Jesus sei ganz weit weg, wenn wir ihn in unserem Leben nicht mehr wahrnehmen können, wenn wir meinen, wir seien auf uns selbst gestellt. Gott hat uns unserem eigenen Schicksal sozusagen überlassen. Ja, der Herr ist da, er ist uns nahe. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, er sagt zu Petrus: Ich bin es, fürchtet euch nicht. Jesus kommt auf eine ungeahnte, unvorstellbare Weise und er offenbart sich als der Herr, der Retter, der Erlöser, der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Ja, der Herr ist immer bei uns. Ihm dürfen wir vertrauen. Und auf einmal ist er da, manchmal ganz plötzlich. Plötzlich merken wir, er ist uns ganz nahe. Er ist auch in den Stürmen unseres Lebens. Auch wenn uns der Gegenwind, der Wind der Zeit entgegenbläst, der Wind der Gottlosigkeit, des Unglaubens, der Wind des Bösen, der Sünde, der Lüge. Jesus ist der Herr. Und er sagt auch zu uns: Habt Vertrauen, ich bin es. Ja, und der Apostel Petrus, er, der von Jesus ganz besonders auserwählt worden ist, wir haben es im Evangelium gehört, er tut diesen kühnen Schritt des Vertrauens. Er sagt: Ja, wenn du es bist, Herr, dann befiehl, dass ich über dem Wasser zu dir komme. Und Jesus sagt: Komm. Und Petrus geht los. Aber dann bekommt er Angst, weil der Sturm gar so heftig ist, weil das Wasser gar so wild tobt. Geht es nicht manchmal uns genauso in unserem Glauben,
wenn wir sagen, ja Herr, ich vertraue dir, ich glaube an dich. Und der Herr sagt, komm, und wir gehen los, aber dann überfallen uns Zweifel und Ängste, wenn wir sehen, dass so viel Widerstand da ist, so viele Schwierigkeiten, so vieles, was scheinbar viel stärker und mächtiger ist als Gott, als seine Liebe, als seine Gnade. Und wir beginnen unterzugehen, so wie Petrus auf dem See. Aber Jesus, er lässt uns nicht zugrunde gehen. Er kommt uns zu Hilfe, so wie er Petrus zu Hilfe gekommen ist. Er greift unsere Hand, zieht uns heraus aus dem Wasser, damit wir nicht versinken, damit wir nicht sterben und zugrunde gehen, sondern er rettet uns. Er rettet alle, die auf ihn hoffen, die auf ihn vertrauen. So wie er Petrus und die Apostel gerettet hat, so wie er alle, die Seinen, gerettet hat, aus Sünde und Tod. Und er ist mit uns im Boot unseres Lebens, im Boot der Kirche, damit wir sicher das Ufer, das Ziel erreichen, sicher den Hafen der Ewigkeit erreichen können. Ja, der Herr braucht auch unseren Glauben, unser Vertrauen. Der muss immer wieder gestärkt werden, dieser Glaube, der von so vielen Zweifeln, von so vielen Fragen bedroht ist, gerade in der heutigen Zeit. Ja, lassen wir uns neue stärken vom Herrn, gerade jetzt in der Heiligen Messe. Begegnen wir ihm, er kommt auch so wie zum Propheten Elia auf dem Berg, der eigentlich frustriert, entmutigt war. Er wollte sich zurückziehen in die Einsamkeit, weil er sagte, Herr, ich möchte eigentlich gar nicht mehr leben, ich bin gar nicht besser als die anderen. Und da erbarmt sich der Herr seiner Not. Er begegnet ihm, aber nicht im Sturm, ja nicht im Lärm, nicht im Erdbeben und nicht im Feuer. Nein, der Herr kommt immer wieder neu, aber nicht auf eine Weise, die uns die Freiheit nimmt, die uns sozusagen überwältigt, uns erdrückt, sondern er kommt so wie dieses sanfte Säuseln des Windes. Er kommt auf eine sanfte, auf eine ganz demütige, oft auf eine ganz leise Weise, spricht er zu unserem Herzen, zu unserer Seele. Er spricht zu uns im Wort des Evangeliums. Er spricht zu uns in der Stimme des Gewissens. Ja, er spricht zu uns, wenn wir unser Gebet ihm schenken, wenn wir Zeit der Stille finden, hinhören auf ihn, dann sagt er, fürchte dich nicht, ich bin da für dich, ich bin da in deinem Leben. Ich bin es, der die Macht hat, zu retten, zu heilen, zu befreien und hinzuführen zu den Quellen des Heils. Wir feiern heute auch einen Fatima-Tag. Heute ist auch der 13. August. 100 Jahre Fatima feiern wir heuer. Und auch die Mutter Gottes, die in Fatima gekommen ist zu den drei Hirtenkindern, sie sagt uns, habt Vertrauen, glaubt an den Herrn Jesus Christus, glaubt an meinen Sohn. Er ist der Retter, der Erlöser. Er überwindet alle Macht des Bösen. Er schenkt den wahren Frieden. Und wir sind eingeladen, dem Herrn Zeit zu schenken, Stille, den Rosenkranz zu beten, besonders damit Friede wird auf Erden, damit wir alles Böse in uns und um uns überwinden, damit dieses Reich Gottes, dieses Reich der Wahrheit, der Gerechtigkeit,
der Liebe und des Friedens sich ausbreitet. Und wir feiern heute auch den Gedenktag des seligen Marco von Aviano, der in Wien in der Kapuzinerkirche begraben liegt. Mit ihm ist auch die Befreiung Wiens auf untrennbare Weise verbunden im Jahr 1683, als Wien belagert worden ist von den Osmanen. Da hat er sich eingesetzt, ja in der Kraft des Herrn, durch sein Gebet, durch sein Opfer, im Vertrauen auf die Gottesmutter Maria, ihre Fürsprache, geschah dieses Wunder der Befreiung Wiens. Ja, Maria bittet immer wieder neu für uns, dass wir befreit werden von all dem, was uns in die Irre führt, was unser Leben als Christen bedroht, was uns daran hindert, den Weg der Gebote Gottes zu gehen. Ja, vertrauen wir uns auch neu ihrer Fürsprache an. Sie, deren Namensfest auch dann im September gefeiert wird, anlässlich dieses Ereignisses von 1683. Sie bittet für uns. In Fatima lädt sie uns ein, zu Gebet und Opfer, damit alle dieses Heil Gottes empfangen können, damit alle Jesus als den Retter, den Herrn und Erlöser erfahren können. Und er uns sicher hingeleitet in das Land der Verheißung. Amen.